Völlige Eskalation im Haushaltsstreit der Ampelregierung. Die SPD möchte jetzt den Zugriff auf die Sparbücher der Deutschen. 30 FDP-Abgeordnete drohen mit dem Ausstieg aus der Ampel. Sie drohen, die Ampel zu verlassen. Damit ist die Mehrheit weg. Damit kann die Ampel einpacken. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Die Haushaltsverhandlungen dieser Regierung, sie sind wahrlich nicht einfach. Sie sind schwierig und sie nähern sich jetzt langsam dem dramatischen Höhepunkt. Den Eskalationspunkt haben wir quasi erreicht. Es gibt jetzt hier einen SPD-Politiker, der möchte mit den Sparbüchern der Deutschen die Investitionen in diesem Land ankurbeln. Es ist der SPD-Partei- und Fraktionsvizevorsitzende Achim Post. Post wie die Post. Achim Post möchte die privaten Sparguthaben der Menschen, also von dir und mir, nutzen, um staatliche Investitionen zu finanzieren. Hört sich erstmal gut an. Aber ich erkläre dir gleich, warum er hier eigentlich das doppelte Lotschen versucht zu spielen. Er sagt hier, Zitat, auf deutschen Sparbüchern lagern hunderte Milliarden Euro für einen Zinssatz gegen Null. Zitat weiter, diesen Sparern kann man ein Angebot machen, das Sicherheit und Rendite verbindet. Und da hat Achim Post ganz recht. Das Versprechen, was man diesen Leuten machen kann, ist, man bietet ihnen Bundesschatzbriefe an, ganz normale Staatsanleihen des deutschen Volkes. Die bringen Zinsen und die gelten als sicher. Er möchte jetzt hier allerdings ein zweites sogenanntes Finanzierungsinstrument aufmachen, einen staatlich gelenkten Investitionsfonds. Und da stellt sich dann die Frage, für was sollen du oder ich diesem Staat Geld geben, wenn wir es ihm schon nicht freiwillig geben für seine Staatsanleihen? Also, das muss mir mal einer erklären. Ich habe Geld und möchte das anlegen und sage, ich bin nicht bereit, eine deutsche Staatsanleihe zu kaufen mit 2,5% Zins, aber ich bin bereit, den deutschen Investitionsfonds der SPD zu kaufen mit 2,8% Zins. Also, Sie haben den Kapitalmarkt bei der SPD noch nie wirklich verstanden. Sie waren ja auch gegen die Aktienrente etc. Jetzt sagt Herr Post hier weiter, der Staat könne nicht 8 oder 9% Zinsen zahlen, aber ein abgesicherter Investitionsfonds kann realistischerweise schon eine anständige Rendite erwirtschaften. Was heißt denn ein staatlich abgesicherter Fonds? Was sind denn Bundesschatzbriefe? Das sind Bundesanleihen, die abgesichert sind durch die Bundesrepublik und die kaufen vor allem die Versicherer und alle, die dazu verpflichtet sind, Staatsanleihen in ihrem Portfolio zu behalten. Wie die SPD jetzt hier das uns schmackhaft machen möchte, überhaupt keine Idee, denn ich denke nur an meine Großmutter, die hat Geld auf dem Sparbuch und die hat das mal von Girokonto aufs Sparbuch geschoben und zurück, je nachdem, wo es Verwahrzinsen gab oder halt keine. Was soll jetzt sich aber ändern, dass meine Großmutter bereit ist, von ihrem Sparguthaben etwas dem deutschen Staat zu geben? Es ist völlig realitätsfremd, aber mit Schulden wollen sie hier alles finanzieren. Herr Post betont vor allem, dass man mit Blick auf Russlands Krieg gegen die Ukraine und dessen Folgen nicht einfach so an der Schuldenbremse festhalten kann, wie das die FDP im Moment möchte. Und hier geht es schon wieder nur darum, Schulden zu machen. Er stellt sich auch hinter die Forderung unseres Bundesverbandes der Industrie. Der fordert hier ein kreditfinanziertes Sondervermögen für wichtige Investitionen. Es ist alles völliger Humbug, völliger Schwachsinn. Sie wollen hier Förderung verteilen und dies und das. Wir haben in den USA gesehen beim Inflation Reduction Act, wie die Amerikaner das machen. Sie verzichten einfach in der Zukunft auf einen Teil der zu entrichtenden Steuer. Das heißt, niemand bekommt eine Subvention ausgezahlt, sondern der Staat bekommt, nachdem diese Firmen anfangen, Gewinne zu machen, eine gewisse Zeit lang einen reduzierten Steuersatz. Das würde ich auch vorschlagen für Deutschland. Das ist das Einzige, was hilft, wenn jetzt hier jemand kommt wie Intel, dann gibt man Intel in Magdeburg nicht Milliarden für diese Arbeitsplätze, sondern sagt, du hast 10 Jahre lang folgenden Freibetrag auf der Körperschaftssteuer, kannst du pro Jahr abbauen etc. So etwas könnte man machen. Dann nimmt der Staat weniger Geld ein. Aber was der Staat hier macht, er nimmt Geld ein und will es dann wieder nach seinem Gusto verteilen. Das ist absoluter Schwachsinn. Selbst Christian Lindner bekommt inzwischen
Querschüsse aus den eigenen Reihen. Es gibt jetzt 30 Abgeordnete der FDP. Ja, die FDP hat auch so viele Abgeordnete im Deutschen Bundestag, die nicht bereit sind, einen weiteren Haushalt mit Ausweitung der Ausgaben mitzutragen. Sie sagen ganz offen, wenn wir hier nicht bei den Sparvorgaben von Herrn Lindner bleiben, dann steigen wir aus, dann stimmen wir diesem Gesetz nicht zu, dann platzt der Haushalt und dann steht Olaf Scholz da ohne Mehrheit, ohne Macht im Bundestag und dann kommt er gar nicht mehr drum herum, die Vertrauensfrage zu stellen. Der Termin für die abschließenden Haushaltsberatungen soll ja der 3.7. sein. Allerdings machen sich jetzt hier schon verschiedene Leute etwas warm und schieben diesen Termin schon verbal nach hinten. Das heißt, es gibt hier inzwischen Leute, die sagen, naja, bis zum NATO-Gipfel am 9.7. sind wir vielleicht fertig. Es gibt auch Leute, die sagen, vielleicht wird das erst nach dem NATO-Gipfel. Und jetzt gibt es hier noch ein Zitat von Olaf, ich habe es vergessen, Scholz. Er sagt, wir müssen mit dem Geld auskommen, das wir haben. Daran führt nun mal kein Weg vorbei. Völlig recht hat Olaf Scholz, wir müssen mit dem Geld auskommen, was wir haben. Ob wir Schulden machen für gewisse Investitionsprojekte, das kann man diskutieren. Aber zuerst einmal müssen wir die sinnlosen Ausgaben dieses Staates eindampfen und begrenzen. Wir brauchen keine Fahrradwege in Peru bauen. Wir brauchen auch nicht China weiter Entwicklungshilfe zu zahlen. Die Diskussion um die Ukrainer mit dem Bürgergeld und dem Ausreisen wieder in die Ukraine ist auch völlig an den Haaren herbeigezogen. Krieg ist ein offizieller Fluchtgrund und wir haben uns in Deutschland entschieden, die Ukraine aufzunehmen, ohne Prüfung eines Asylverfahrens. Denn wenn man das gemacht hätte, wäre bei jedem rausgekommen, der fahnenflüchtig ist, der Wehrdienstverweigerer ist, dass er hier einen Anspruch auf Asyl hat und dann bekommt der Asylbewerber Leistungen. Was wir gemacht haben stattdessen ist, wir haben den Rechtskreiswechsel vorher gemacht, haben sie alle ins Bürgergeld geworfen, in der Hoffnung, sie gehen schon arbeiten. Das ist jetzt nun nicht der Fall, aber diese Leute zurückschicken in die Ukraine würde bedeuten, dass wir das Recht auf Asyl über Bord werfen. Kann man gerne darüber diskutieren. Allerdings betrifft das dann auch alle anderen in diesem Land Geflüchteten, die vor Krieg geflüchtet sind. Dann müssen wir die Syrer wieder schicken zur syrischen Armee. Dann müssen wir die Afghanen wieder schicken zur Taliban. Und da diese Forderungen ja absolut nicht durchsetzbar sind, können sie am Ende auch nicht die Ukrainer zum Kriegsdienst in der Ukraine zwingen. Das wird nicht funktionieren. Man könnte stattdessen über weitere Sanktionen nachdenken, ob man diesen Rechtskreiswechsel jetzt wieder herumdreht und sie alle in das Asylbewerberleistungsgesetz holt, ist eine schwierige Sache, ist viel Bürokratie. Wenn man ihnen aber klipp und klar sagt, ihr habt jetzt noch 6 Monate Zeit bis zur Arbeitsaufnahme, danach kürzen wir euch das Bürgergeld um 30% oder um 10% für jeden Monat, den ihr nicht arbeitet, bis auf null. Dann würden viele wieder sagen, ja, aber die Asylbewerberleistungen, ja, und genau da beißt sich die Katze in den Schwanz. Es gibt in diesem Land Asylbewerberleistungen, zum Beispiel ja auch für abgelehnte Asylbewerber. Das ist völliger Humbug, völliger Schwachsinn. Leute, die abgelehnt sind, die ausreisen müssen, denen müssen wir das Geld entziehen und sie in Abschiebehaft nehmen. Das ist politisch nicht gewollt, aber sie diskutieren hier über dein Sparbuch. Ich habe gar kein Sparbuch mehr, mein Sparguthaben können sie nicht haben wollen. Und sie verstehen noch nicht mal, dass wir ein Ausgabenproblem haben. Olaf Scholz sagt, wir müssen mit dem Geld auskommen, was wir haben, weil Olaf Scholz selbst Finanzminister war und eben weiß, dass Christian Lindner nicht nur Finanzminister ist, er ist Superminister. Denn der Finanzminister darf, wenn es keine Einigung gibt über den Haushalt, Vorgaben für jedes Ministerium alleine treffen. Also angenommen, sie verkrachen sich komplett, dann darf Christian Lindner hingehen und darf Hubertus Heil vorschreiben, wie viele Euro er bekommt. Alles Weitere streicht Christian Lindner weg. Ebenfalls bei Herrn Habeck oder bei Frau Baerbock. Herr Lindner kann sagen, du willst 100 Milliarden haben, ich gebe dir 2 Milliarden, sieh zu, wie du klarkommst. Das deckt das Ministeramt des Finanzministers vollständig ab. Das würde aber bedeuten, Christian Lindner müsste seine Coronis finden in seiner Hose. Halte ich ein bisschen für fragwürdig. Ich glaube, er hat dazu wirklich keinen Mumm. Er schafft es nicht, sich hier durchzusetzen gegen die anderen. Dabei hat er die Rebellion der eigenen Leute jetzt in der Partei. Und was soll man sagen? Für dieses Land wäre es besser, wenn sie einfach hinwerfen. Lasst es bleiben. Lasst den Haushalt bleiben. Wir haben vorläufige Haushaltsführung, ist überhaupt kein Problem. Es wird alles weiter bezahlt. Und lasst die Leute neu wählen. Nach
den Sommerferien. 1. September ist ein wunderschöner Tag, um zu wählen in Gesamtdeutschland einen neuen 21. Deutschen Bundestag. Ich fände das phänomenal, aber ich wette, Sie haben dafür keinen Mumm in der Hose. Sie wollen lieber hier versuchen, dein Sparguthaben als Investitionsbeträge für dieses Ampelchaos heranzuziehen. Und das ist wirklich beschämend. Sie versuchen es jetzt noch auf der freiwilligen Basis und irgendwann werden Sie sich wahrscheinlich dazu genötigt sehen, das mit Zwangsmaßnahmen zu machen. Denn Zwangsmaßnahmen, das haben wir in diesem Land gelernt, das ist das liebste Schwert der Politiker. Da wird selbst die Wissenschaft über Bord geworfen. Egal, ob es gerechtfertigt war oder nicht, dann wird dies gemacht, dann wird das gemacht und am Ende folgt keine politische Aufklärung. Und dann heißt es wieder, oh, die bösen Rechten haben so viele Stimmen. Was machen wir da nur? Wir verbieten sie am besten, ja? Frankreich geht den anderen Weg. Die sagen, wir holen die Rechten jetzt in die Regierung und schauen mal, ob wir sie damit entzaubert bekommen. In Italien sehen wir bei Giorgia Meloni, dass das bisher überhaupt nicht funktioniert. Sie ist weiterhin gut in ihren Umfragen und sie versucht sich Politik für Italien zu machen. Da bleibt es spannend abzuwarten, was sie sich jetzt wieder ausdenken. Ich bin aber gespannt auf deine Meinung zu dem Vorschlag der SPD hier. Wir nehmen jetzt wieder das Sparguthaben, weil uns sonst nichts Besseres einfällt. Ich glaube, die Ampel hat fertig. Es muss ihr nur noch jemand sagen. Schreib mir einen Kommentar unter dieses Video, abonniere diesen Kanal, abonniere auch den Telegram-Kanal. Dort findest du von vorgestern das Video über die Frauenverachtung unzensiert im Kanal. Denn YouTube sperrt hier die Videos, dann teilweise die Monetarisierung oder die Altersfreigabe. Das ist schade, deswegen gibt es noch Telegram. Schreib mir unbedingt einen Kommentar. Bis bald.